Willkommen zurück hier bei The Evil Within, immer noch mit neuem Headset am Start und deswegen erstmal sorry, wenn ich etwas lauter reden sollte oder ja, verändert, denn man hört sich hier auf dem Headset, da das über die Ohren geht, nicht so gut selbst und da muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen. So, wir sind in der Wieden Nervenklinik und quasi kurz davor in das Herz der Klinik vorzudringen. Wir gehen jetzt durch diese Tür und schauen, was los ist. Okay, bis auf das sich das Licht verändert hat. Uah, Alter! Hey, verdammt! Ja, ich komme ja schon. Das ist unser Nachbar. Ich kann aber nicht irgendwie. Hey, ich weiß, dass du da draußen bist. Passen Sie auf sein Auge auf. Was? Wenn Sie leben wollen, meiden Sie Ruviks Auge. Passen Sie auf sein Auge auf. Was soll das bedeuten? Das werden Sie sehen. Huch, hallo? Ist das nicht... Wir können den verbrennen? Moment mal. Armer Kerl. Ruhe in Frieden. Ich will den nicht verbrennen. Warum soll ich den jetzt verbrennen? Okay, nicht, dass er sich verwandelt, aber ganz ehrlich, der hat uns jetzt so viel erzählt und Tipps gegeben. Warum soll ich den verbrennen? Ja gut, ich denke ja nicht, dass es jetzt schlimm ist, weil er ist eh tot. Machen wir einfach mal. Da lässt er mir noch was? Nee, schade. Sein Auge sollen wir aufpassen. Okay, dann bin ich ja mal gespannt. Alter, ich brech zusammen. Was ist denn hier los? Ach du Scheiße. Okay, jetzt geht's zur Sache. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon der finale Kampf ist hier. Ich nehme erstmal Munition mit. Ach du Scheiße. Okay, da sind zwei Zombies runtergekommen. Ich muss mal gucken, ob wir jetzt... Wir haben es natürlich schon gesehen. Scheiß Flasche brauche ich nicht. Moment. Wir sind da. Okay, die zwei, die sollten wir so wegkriegen. Oh, Angela Merkel ist auch am Start. So. Oh, warte mal. Ich sollte vielleicht... Ah, ich habe dafür nicht mehr so viel Munition. Halten? Warum was? Alter, okay. Hier geht's zur Sache. Der schickt uns jetzt hier ein paar Zombies entgegen. Okay, dicke Gegner haben ja ein bisschen mehr Power. Warte mal, ich guck mich hier erstmal ein bisschen um. Wir haben ja ein bisschen Zeit. Die Gegner sind ja zum Glück langsam. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Munition, sehr gut. Was sollen diese ganzen Augen hier? Ich verstehe nicht, was das darstellen soll. Um ehrlich zu sein.
Oh, der hat einen Helm auf. Können wir den? Doch, den können wir verletzen. Wow, da kommt einer von der Seite. Okay, erstmal wieder hier rüber. Komm her, mein Dickerchen. Das war's für dich. So, mit den Helmen müssen wir ein bisschen aufpassen. Die Alte hat eine Maske an. Die kann ich nicht so verletzen. Okay. Ah, der lebt noch. Okay. Alter, was ein krasser Ort hier. Meine Fresse. Also, das Spiel schafft es immer wieder, mich von den Socken zu hauen, sag ich ganz ehrlich. Hier liegt verdammt viel Munition rum. Ich frage mich hier, ob die Gegner hier unendlich kommen. Wofür sollen wir hier Flaschen aufsammeln, mal ganz ehrlich? So ein Quatsch. So, du stirbst jetzt erstmal. Gehst mir nämlich auf die Eier. So. Ich glaube, die hat Gel hinterlassen. Das heißt, die ist sicherlich tot. So, kann ich diese Augen abschießen? Es geht zu, aber ich glaube, das interessiert ihn nicht sonderlich. Okay. Wir wissen ja noch, was wir mit dem zu tun haben. Er hat auch wieder seine Laura dabei. Okay. Kabums. So, das war's aber noch nicht. So, ich hoffe, das war's. Ich glaube, Rubiks Kopie haben wir schon ausgeschaltet. Ja, sehr gut. Okay, perfekt. Dann schaue ich mich noch ein bisschen nach Munition um. Mir liegen auf jeden Fall noch jede Menge Bolzenteile. Ja, da ist wieder die nervöse Messerlady. Wow, oh je, nicht so eilig, Fräulein. So, muss man ein paar Kopfschüsse verteilen und dann ist hier Ruhe. Oh, Kontrollpunkt, geil. Okay, also die Zombies kommen zum Glück nicht unendlich. Das ist schon mal sehr viel wert. Okay, hier hoch, komm. Ich will mir die Sachen mitnehmen. Alter, jetzt sehe ich erstmal die Decke. Ach du Scheiße, überall Augen. Ich fühle mich beobachtet. Aber nur so ein bisschen. So, ist hier noch ein Bolzen, den wir mitnehmen können. So, und ich habe das Gefühl, das war es noch nicht. Das ist es mit Sicherheit noch nicht gewesen. Ich weiß, um ehrlich zu sein, gerade nicht, was wir machen müssen. Kann ich hier nicht hoch? Warte mal, hier muss ich doch hoch können. Ach, da oben kommen noch ein paar Gegner. So, warte, ich gehe aber erstmal... Ach du Scheiße, hier kommen auch noch welche. Warte mal, die hatte mir gerade den Rücken zugedreht. Da hätte ich sie wahrscheinlich von hinten erschießen können. Verdammt. Okay, erstmal hier runter. Warte mal eben. Ich habe ja wieder genug Bolzenteile aufgesammelt. Das heißt, ich könnte eigentlich... mal gerade ein paar auf einen Flecken treiben und dann zusammen abschießen. Moment, so, mal gerade schnell einen Bolzen bauen. So, Moment. Sprengbolzen. Machen wir mal 3 Stück. So. Bang. So, okay, das hat noch nicht gereicht. Dann nochmal. Alter, was halten die aus? Der Fette lebt ja immer noch. Ach du Scheiße, sind die stark. Ey, was war das denn? War da eine Falle? Ich befürchte fast ja. Oh Mann. Okay, steh auf, komm, steh auf. Rüber. Ich glaube, der hat eine Qualenarmbrust. Hat uns gerade mit in den Arsch geschossen oder so. So. Gerade mal Pistole wieder benutzen. Ach, du Kacke. Warte mal. Glaub ich noch? Ein Schuss? Okay. Wems? Ja, leider ja. Okay, dann müssen wir das Ganze wohl doch mit der Pistole machen. Gerade mal nachladen. Ich weiß nicht, ob hier oben noch Munition ist. Ich gehe hier gerade mal hoch. Vielleicht liegt hier noch was. Ja, Bolzenteile. Okay. So, kommt mal her hier. Du Scheiße. Okay. Ich glaube, ich werde dann doch mal das Scharfschützengewehr gerade benutzen. So, wo ist er? Der steht doch irgendwo da, ne? Okay, verdammt. So. Quatsch. So, wo ist der mit dem Raketenwerfer? Der steht rechts von uns. Ich hoffe jetzt nur... Ah, da kommt noch einer. So, der erstmal weg. So, wir müssen den mit dem Raketenwerfer ausschalten. Ich muss mal gerade schauen, wo der ist. Da steht er. Okay.
Okay, der sollte ja immer ein bisschen brauchen, bis er nachladen kann. Alter, was hält der aus? Ich habe ihm jetzt schon 2 Kopftreffer verpasst. 3. Okay. Okay, jetzt hat er die Kettensäge. Den kennen wir ja noch, den Kettensägen-Onkel. So, kommen hier noch mehr Gegner? Ich muss mal gerade ein bisschen aufpassen. Kann der hier hoch? Wo ist er denn? Ach, da. Okay, er kommt. Scheiße, okay, wir gehen runter. Ja, komm! Geh doch noch langsamer die Leiter runter. Ich wollte eigentlich direkt runterspringen. Scheiße. Okay. Da würde ich sagen, nehmen wir mal die Qualenarmbrust wieder. Und werden den mal... Frieren wir den ein? Ich glaube, das hat immer ganz gut geklappt, ne? Zumindest, wenn ich treffe. Alter, okay. Komm her. Kann mal einfrieren. Achso, da habe ich ja nichts mehr für. Scheiße. Okay. Okay, den haben wir. So, ist das schon alles gewesen, Rubik? Wenn nicht, dann hast du jetzt die Chance, noch was nachzulegen. Aber ich glaube, das war's. Boah, ich hasse Arena-Kämpfe. Habe ich das irgendwann schon mal gesagt? Ich weiß es nicht. Aber haben wir es sogar nicht so schlecht angestellt. Hat zwar einiges an Munition gekostet, aber... So, jetzt werde ich mir auf jeden Fall erstmal Gel mitnehmen. Und ich glaube, dass wir nochmal die Möglichkeit bekommen, zu leveln. Weil wenn wir jetzt noch Gel bekommen, müssten wir es ja irgendwann nochmal einsetzen können. Diese Augen. Diese Augen, Leute. Bah! Und jetzt hat man auch mal gesehen, was sie aus Rubik gemacht haben. Der hat ja da so eine leichte Glasplatte oben am Schädel. Also die haben dem wirklich das komplette Gehirn anscheinend aufgeschnitten. Und dann durch so eine Glasplatte ersetzt. Krass, Alter. Krass, einfach nur. Ich mal ganz ehrlich sagen, das ist echt heftig. So, wie geht's uns denn? Mal gerade gucken. Dann hau ich mir mal eine Spritze rein. Oh ja, wir hauen uns mal eine rein. Denn wir können dann wieder eine mitnehmen. Oh Mann. So, hier habe ich leider nichts mehr für. Ich gucke jetzt erstmal, ob ich noch was übersehen habe. So, da ist auf jeden Fall Scharfschützenmuni. Die nehmen wir uns noch mit. Die können wir gebrauchen. So, da war nichts mehr. Hm, so, da ist noch Gel. Das nehme ich auf jeden Fall noch. Oh Mann, Rubik sieht alles. Ja, im wahrsten Sinne. Ach, guck mal an. Hier liegt ja noch eine Spritze rum. Aber die kann ich leider nicht nehmen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ach, und da ist wieder die Nervenklinik. Okay, alles klar. So, die Augen können wir nicht abschießen. Also, der hat hier absoluten Durchblick, wie man sieht. Definitiv. Dann sollten wir jetzt mal weitergehen. Ich meine, gesehen hat er uns ja. mehr als einmal, glaube ich. Oh nein. Wir waren doch schon drin. Warum sind wir denn jetzt wieder draußen? Wir haben unsere Lampe übrigens nicht mehr. Das wollte ich gerade mal anmerken. Gut, die brauche ich hier nicht, aber... Okay, wer ist hier? Wen sehe ich hier nicht? Warte mal eben. Irgendwo rennen hier welche rum. Wo könnten denn hier welche sein? Hm, vielleicht hinter dem... okay. Ach, da! Ach, das sind alles Maskenträger. Okay, warte mal. In den Hals können wir aber schießen. Hehe. So, den auch. Komm her. Jawohl. 2 weniger. Habe ich gerade Laura schreien gehört? Oh. Ja, genau. Ich wollte eigentlich hier vorne in Deckung gehen. So, bei meinem Glück sind das wieder 2 Scharfschützen. Komm, schieß. Danke. So, der muss Gott sei Dank immer nachladen. Na komm. Steh auf. Batsch. So. Weiß gar nicht, können wir die Maske zerschießen? Ich bin mir da gerade unsicher. Ach, da ist der zweite. Der hat uns aber, glaube ich, noch nicht bemerkt. So. Spätestens jetzt hat er es aber. Komm her, komm her. Komm, steh auf. So. Den haben wir. Sind das hier rosa Herzchen, die hier auffliegen? Oder was soll das sein? Ah, nee, das sind irgendwelche... Was ist das hier?
Ich meine, gut, das ist ein Gehirn, ja. Das ist unschwer zu erkennen hier, das sieht man ja. Aber was ist das hier in der Mitte? Sind das diese sezierten Stellen aus dem Gehirn, die Rubik untersucht hat vielleicht? Oder seine Stellen, also die von Dr. Jimenez untersucht wurden. Und das ist hier so quasi die XXL-Version davon. Das kann natürlich sein. Ich habe immer noch keine Schrotflintenmuni. Das macht mir so ein bisschen Sorgen. Ehrlich gesagt. Ja, das kann natürlich sein, dass das hier so diese Stücke sind, die aus dem Gehirn untersucht wurden. Alter. Wie krank ist das bitte? Hallo, guten Tag. So, hier können wir noch was mit... Oh ja, hier können wir noch was... Ne, können wir leider nicht, aber hier können wir noch ein bisschen was mitnehmen. Oh Mann. So, okay. Da haben wir noch ein bisschen Muni. Ich bin gerade echt froh, dass ich so viel Pistolenmuni mittlerweile tragen kann, ganz ehrlich. Oh Mann, schon wieder hier rein. Wir kommen doch wahrscheinlich sowieso wieder nicht rein, wo wir wollen, oder? Naja, zumindest haben wir einen Kontrollpunkt, das ist schon mal gut. Warte mal, bevor ich da reingehe, gerade mal gucken, ob wir noch was... Ja, wir stellen auf jeden Fall mal noch einen Bolzen her, glaube ich. Sprengbolzen. Auch wenn wir nur einen bauen können, ist mir egal. So, da wir uns eh gesehen hat, ist mir das... Okay. Ich dachte jetzt gerade, da wären Stacheln. Nochmal Glück gehabt. Ist mir das jetzt auch egal, ob wir Türen leise oder laut aufmachen, ehrlich gesagt. So, 4 Bolzenteile. Das heißt, wir können noch einen bauen. Moment. So, wunderbar. Eieiei, so, da bin ich ja mal gespannt. So, was haben wir hier? Die Duschabteilung, glaube ich. Sind aber ziemlich große Duschen. Oder wir sind sehr klein. Das, Ach nee, hier ist wieder so ein Rombo-Bodenstaubsauger. Hm, toll. Alter. Okay, eine Falle. Die werden wir uns mal gerade entschärfen. Weil ich brauche Bolzenteile. Nein! Verdammt. Das habe ich mir gedacht. Es ist jetzt lange nicht mehr passiert, aber... Verdammt. Okay. Gut, kann nicht immer gut gehen. Da ist aber eine Spritze. Das ist gut. Dann können wir gerade eine nehmen. Dann nehme ich gerade mal eine und dann haben wir keine verschwendet. Dann sind wir auch wieder fast voll mit der Gesundheit. Haben wir eigentlich noch einen Erste-Hilfe-Koffer? Mal gerade gucken. Nee, haben wir nicht. Okay. Weil ich frage mich, ob man die noch weiter leveln kann, ob man diesen Kreis quasi einmal schließen kann. Das ist natürlich die Frage. So, was haben wir hier? Ich kann nichts erkennen, außer da so ein paar Fleischreste, die da aufgehängt wurden. Hm. Okay, dann gehen wir mal gucken, was wir hier so Tolles haben. Da hängt noch eine Falle. Ja komm, die müssen wir doch kriegen. Muss doch klappen. Also, geht doch. Schnell genug Leertaste drücken, dann funktioniert das auch. Da ist noch Muni. Oh, das ist Schrotflintenmuni, glaube ich, ne? Jawohl, sehr schön. Gut, dann gerade mal nachladen. Ja, ich weiß, während er nachlädt, kann er nicht klettern. So. Was erwartet uns hier schon wieder? Ich gehe mal noch nicht in die Mitte. Was kann ich hier? Alles klar, ich verstehe. Man könnte... Können wir das auch wieder einklappen? Ja, können wir auch. Okay. Gut zu wissen. Munition. Da geht's weiter. Ja gut, dann gehe ich mal in die Mitte. Wird schon nichts passieren, hoffe ich.